LensD ist eine digitale Plattform für die Lehre der Anatomie, der Pathologie und der Neuropathologie. Mein Name ist Irene Esposito, ich bin die Direktorin des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Ja, mein Name ist Charlotte von Gall, ich bin die Leiterin des Instituts für Anatomie 2. Die Pathologie ist die Lehre der Krankheiten und das machen wir anhand von makroskopischen Präparaten und mit mikroskopischen Präparaten. Die schauen so aus und drauf ist eine ganz dünne Gewebschicht, die gefärbt wird und traditionell mikroskopiert wird. Die Corona-Pandemie hat uns tatsächlich den letzten Schub gegeben. Ja, als im April klar war, dass wir im Sommersemester keinen oder nur eingeschränkt Präsenzunterricht machen können, haben wir überlegt, wie wir den Anatomieunterricht auf digitale Formate umstellen können. Wir haben dann eben solche Präparaten digitalisiert mit einem Slide-Scanner und wir haben dann ein Bildarchiv generiert. Und die ganzen Präparate sind nach Kursen geordnet oder nach Behandlungsanlässen, warum Patienten sich im Krankenhaus vorstellen. Also ich finde, man kann sich das besser merken, wenn das mit einem Fall verbunden ist. In der Anatomie lernen die Studierenden die gesunden Strukturen kennen und darauf aufbauend dann in einem späteren Studienabschnitt dann in der Pathologie eben die Veränderungen. LensD bietet die Möglichkeit, mit diesem digitalen Mikroskop dort auch rein zu zoomen, bis auf die zelluläre Ebene. Man kann das Entzündungsinfiltrat sehen und in großer Vergrößerung auch die einzelnen Entzündungszellen. Für meine Generation ist es ja normal, dass wir Bilder am Bildschirm betrachten und auch reinzoomen. Ich fand das mit dem Einstellen immer so und meine Augen haben dann wehgetan. LensD ist ja eine interdisziplinäre Lernplattform. Das heißt, die Studierenden können sich dann parallel anschauen, die anatomischen Präparate und die pathologischen Präparate. Die Studierenden können direkt im Präparat unsere Anmerkungen sehen, können eigene Notizen erstellen. Zum Beispiel, dass diese weißen Zellen Fettvakuolen sind. Und ja, das Besondere ist eben daran, dass die Präparate die Studierenden letztendlich auch begleiten über das gesamte Studium. Also auch longitudinal, was sehr wichtig ist bei uns im Curriculum natürlich auch, über die Themenblöcke hinweg. Und das Besondere ist, dass die Studierenden auch, wenn sie Fragen haben, Bildausschnitte oder ganze Bilder mit uns Lehrenden teilen können. Dieses digitale Mikroskop ist dort integriert, aber letztendlich bietet LensD noch viel mehr Möglichkeiten, auch andere Bildformate dort zu hinterlegen. Also wir nutzen es beispielsweise auch, um radiologische Bilder dort zu hinterlegen oder auch makroskopische Bilder, zum Beispiel Hirnschnitte. Also wie Sie sehen, ist dann die Pathologie ein sehr visuelles und auch sehr buntes Fach und deshalb ist es wirklich ideal für die Digitalisierung. Während der Corona-Krise war jetzt die Umstellung auf digitale Unterrichtsformate erstmal eine große Herausforderung, aber für uns auch eine große Chance, dass wir neue digitale Formate jetzt gesehen haben und die würden wir natürlich auch gerne weiter nutzen und LensD gehört auch definitiv dazu. So eine Plattform hat über Mikroskope einen Vorteil. Man kann jederzeit darauf zugreifen, also während des ganzen Studiums und auch, wenn dann unsere Studierenden dann Ärzte und Ärztinnen werden und hier weiterarbeiten, können sie dann weiterhin zugreifen.